So, jetzt geht es weiter. Die laufen. Ja, ich hoffe, das sieht man an dem roten Lämpchen. Ja. Jetzt kommen wir zu den mittel- und kurzfristigen Planungen der Rohnachrichten im Internet. Da hast du mir jetzt ja gerade schon was erzählt und du hast ja nichts dagegen, dass das öffentlich gemacht wird. Nein, Also ich erzähle ja auch nicht alles. Genau. dann erzähl es jetzt einfach mal der Kamera, dann bin ich nicht schuld daran, wenn da irgendwie was verbreitet wird, was sich nicht gehört. Okay, hallo liebe Kamera. Also, was ich euch zeigen kann, was ich euch sagen kann, ist folgende Seite. Ich weiß nicht, ob du es zeigen kannst, bestimmt. Die wir hier links laufen übrigens, sieht man übrigens die Zeitungsseiten, die wir zum Morgen produzieren, nur so am Rande. Ihr seid schon fast fertig, ne? Wir sind, ja, abends muss alles grün sein. Die sind grün hier. Das ist die Schwerter-Lokalausgabe übrigens hier links. Die ist nur noch nicht abgemeldet, also noch nicht in der Druckerei, aber alles andere ist grün und blau. Blau bedeutet auf dem Weg in unsere Druckerei in Dorstfeld, genau. Das ist unser neuestes Kind, was wir in den nächsten Tagen starten werden. Wird dann hoffentlich noch ein bisschen anders aussehen und noch ein bisschen besser. www.nahraum.de, eine Fotocommunity, in der wir keine Partypics machen und auch nicht unbedingt Leserreporter Fotos haben wollen, sondern es geht um unsere Region, es geht um unsere Städte. Wir wollen gemeinsam mit unseren Lesern und Usern und von mir aus auch mit den Nichtlesern, die können auch herzlich gerne mitmachen, wollen wir das lokale ja, Fotogedächtnis, also Fotoarchiv unserer Städte anlegen. Die Idee ist klar, wir haben schon eine Masse an Bildern, die User aber auch und die Leser auch. Und die wissen, wie sich ihre Heimat verändert hat. Im Ruhrpott, wo früher noch eine Zeche war, hier hinter uns, hinter unserem Pressehaus, wird gerade die Tierbrauerei abgerissen. Da gibt es sicherlich in Dortmunder Schuhkartons oder auch auf Festplatten hunderte, tausende Bilder. Und wir wollen einfach zeigen, wie hat sich unsere Region geändert, gewandelt und haben diese Fotocommunity entwickelt. Und ja, werden mal sehen in den nächsten Tagen. Werden wir da eine kleine Kampagne zu starten. Da wird auch noch dann irgendwo Beta stehen, die ist noch nicht ganz fertig. Und die Optik wird sich hoffentlich in den nächsten Tagen auch noch ein bisschen ändern. Und dann starten wir das Ding und gucken mal, wie wir das ans Fliegen kriegen. Wir hoffen uns natürlich auch interessante Berichte, Bilder, ja, erhöhen unsere Verbreitung. Also wir öffnen auch unser Fotoarchiv ein Stück weit. Nicht alles und nicht alles da, wird da nicht alles so reingekippt, aber wir haben jetzt so eine Initialbefüllung von, ich glaube, 42.000 und ein paar kaputten Bildern da drin und ja, schauen wir mal, was wir damit so machen können. Okay, das war jetzt kurzfristig. Was ist mittelfristig geplant? Wir haben, deswegen kann ich sagen, schon vor einer Woche oder 10 Tagen bekannt gegeben, dass wir an einem E-Reader-Projekt teilnehmen. Finde ich hochspannend. Ist auch gerade, wir kriegen auch tierisch viele Anfragen von Leuten, die da gerne so ein Ding mal haben wollen. Wir machen einen Pilotversuch oder einen Feldversuch zusammen mit Sony, also ne, mit dem Sony E-Reader. Libri ist dabei, also Online-Buchhändler. DPA ist dabei. Die stellen, testen so, auch so ein paar Technologiegeschichten. Und die Frankfurter Rundschau und wir. Und die Frankfurter Rundschau liefert so das, was man ja im Zeitungsmetier als Mantelberichterstattung bezeichnen würde, ne? Also irgendwie bundesweite Sachen, Dossiers und so, werden die wahrscheinlich machen und wir werden gucken, dass wir einen Lokalteil da drauf kriegen auf das Ding und dann einfach sehen, was Sinn macht, ne? Es geht einfach darum zu gucken, was müssen da an Inhalten drauf, wie müssen die Inhalte sein, damit die auch ein Leseerlebnis sind. Also ich glaube, es macht relativ wenig Sinn, da irgendwie, sagen wir mal, einfach ein PDF unseres Lokalteils drauf zu schießen, da ist das tote Holz immer noch ein besseres Trägermedium als so ein E-Reader. Und wann startet das Projekt? Wir suchen jetzt gerade Testleser in Dortmund. Im ersten Schritt machen wir es in Dortmund. Wir haben jetzt, glaube ich, am Samstag dazu aufgerufen, in Dortmund, im Dortmunder Lokalteil und werden das in den nächsten Wochen starten. Zeitplan weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Wenn das dann erfolgreich ist, wird das auch auf andere Lokalteile ausgeweitet, oder? Hängt ehrlich gesagt auch ein bisschen vom Ergebnis ab, ne? Ob wir irgendwie nachsteuern müssen, ob wir weitere Tests brauchen und so, ist alles ist so ein bisschen offen, ist sehr, sehr in einem ganz, ganz frühen Stadium. Ja, ist aber spannend und irgendwie die ganze Welt auf der Frankfurter Buchmesse hat ja über diese Dinger geredet, ne? Also wenn ihr für Eufen jemanden braucht, dann Ich kannst du weiß, meinen Namen genau. direkt Seine aufschreiben. Bewerbung ist neulich schon eingegangen. Ja gut, jetzt haben wir kurzfristig und mittelfristig besprochen. Gibt es irgendwelche langfristigen Visionen, Ideen oder Vorstellungen, wie Ruhrnachrichten.de in 2 Jahren aussehen soll?
Nö. Also klar, wir müssen einfach gucken, dass das ist aber nicht nur ein Thema bei uns im Haus, aber bei uns im Verlag, sondern bei den anderen auch, wenn man über den Tellerrand guckt, dass man da einfach ja, so ein bisschen die digitale Revolution, ich fasel da immer von, rede immer von einer Revolution und ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen hassen es schon und ich gehe denen mächtig auch einen Keks damit, aber aus meiner Sicht passiert das ja gerade und müssen einfach sehen, dass wir da Augen und Ohren offen halten, dass wir erstmal gucken, was passiert, dass wir es verstehen, dass wir schauen, wie wir die Instrumente einsetzen können. Ne, Twitter ist jetzt nicht mehr so revolutionär, aber auch das ist auch immer noch die Frage, wie wir das integrieren oder ob wir es nicht tun oder wie wir es nutzen als nicht nur als Quelle, auch als Möglichkeit, die Inhalte zu verbreiten und so und mit unseren Usern und Lesern irgendwie in Kontakt zu kommen, kollaborieren und so, ne? Jeff Jarvis. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Ah, ne, jetzt weiß ich sie wieder. So, und die ganzen Sachen ist. Das ist wahrscheinlich, ist man da nie fertig. Und ich hätte vor 2 Jahren kann ich Twitter nicht, keine Ahnung, hatte ich davon. So, ich weiß nicht, was in 2 Jahren ist, aber sicherlich, klar, wird das immer wichtiger. Wichtig ist auch, die Zeitungsauflage im Auge zu behalten. Ne? Das ist ja nun mal auch das, was uns hier alle, ja, ne? Im Das Gehalt Ruhrpott sichert und so, ne? Was will man? würde man sagen, am Kacken hält. Das hast du schön gesagt, genau. Aber wo du gerade Twitter erwähnt hast, wie bist du zu Twitter gekommen? Ist ja jetzt nicht so, dass man, ups, ich entdecke heute mal eine neue Internetseite, die heißt twitter.com und man fängt an. Also da muss es ja irgendwie einen initialen Startpunkt Ich gegeben. weiß es nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Also es war vor der Notwasserung im Hudson da und so und vor Mumbai und dem ganzen Kram. Da war ich überall schon dabei, aber ich weiß echt nicht mehr. Keine Ahnung. Okay, Aber es gibt ja so eine Seite, ne? My First Tweet oder was, kann man irgendwie rausfinden. Müssen wir eigentlich mal machen. Kannst du denn kurz Twitter in 140 Zeichen erklären? Nein. Okay, gut, damit hast du Twitter verstanden. Danke. Gut, wenn du sonst nichts noch an die Leser oder Zuschauer in diesem Fall des Podblogs zu sagen hast. Ja, also ich glaube, was so Verlage angeht und Zeitungen und so, der Wandel, der passiert, ist spannend, bleibt spannend. Große Herausforderung, großes Stück Arbeit. Augenringe hat man manchmal, aber das geht ja auch nicht nur uns so. Oder mal schauen, wie sich das alles so entwickelt. Ja, okay, gut, dann sage ich Dankeschön und bis demnächst mal. Danke dir.